Ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie trotz des schönen Wetters wieder hier reingekommen sind. Ich empfinde das als einen persönlichen Vertrauensvorschuss. Das ist großartig. Was mache ich heute? Wer bin ich? Worüber rede ich? Mein Name ist Stefan Friedrich. Sie sehen da, wenn Sie das auf diesem Titel hier überhaupt sehen, hier den Dr. Stefan Friedrich. Da ist so ein Titel, den muss man in Deutschland immer erst erklären. Also ich verspreche, der stammt nicht aus Bayreuth. Es ist ein Dr. Med. Das heißt, ich bin von der Ausbildung her eigentlich Arzt. Ja, aber wenn Sie mich als Arzt nie kennengelernt haben, ist es kein Problem. Ich war in der Psychiatrie tätig. Und mir ist damals öfter mal so aufgefallen, dass die Menschen in der Regel schon wissen, was wir tun sollten, aber nicht tun, was wir wissen, ne? Weil wir so ein Viech haben, so einen inneren Schweinehund. Darf ich mal ganz grob fragen, wer von Ihnen hat auch schon mal Erfahrung mit seinem inneren Schweinehund gemacht? Ja, wir hatten besonders großen inneren Schweinehund. Damit wir uns mal kennenlernen, klatschen Sie doch einmal kurz in die Hände, wenn die folgende Situation bekannt vorkommt. Wer von Ihnen musste schon mal seinen inneren Schweinehund überwinden, wenn er morgens früh aufstehen sollte? Wunderbar. Wer, wenn er regelmäßig Sport machen sollte? Wer, wenn er sich so ernähren sollte, dass die Waage dauerhaft unten bleibt? Und wer, um bei so dämlichen Klatschenspielchen mitzumachen? Ja, vielen herzlichen Dank. Okay, ich merke, wir sind beisammen. Ja, also viele Menschen stellen sich innere Schweinehunde vor wie so fiese gemeine Viecher, die immer so ins Leben rülpsten, wenn wir was tun sollen, was wir nicht wollen. Also morgens aufstehen, macht keinen Spaß. Regelmäßig Sport machen, macht überhaupt keinen Spaß. Ziele erreichen. Ah. Und darüber rede ich jetzt heute, wie man Ziele erreicht, weil ich glaube, dieses Thema mit dem Ziele erreichen, das ist etwas extrem Komplexes. Was mache ich beruflich? Also ich halte viel Vorträge, ja, aber ich bin eigentlich auch so ein ganz normaler Unternehmer und Trainer. Also ich bin seit 15 Jahren selbstständig, habe eine Firma in Köln, 25 festangestellte Mitarbeiter, wir machen Mitarbeiterentwicklung, wir machen Führungskräfteseminare, machen Vortragsevents etc. Und ich bin jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, wie das geht, das ist so mein Leib- und Leben-Thema. Also wie bringe ich Menschen, Organisationen dazu, dass sie ihre Ziele erreichen? Oder eben, warum scheitert das? Das ist eine Frage, wer von Ihnen hat auch schon mal Ziele erreicht? Wer hat schon mal Ziele verfehlt? So, jetzt, wer verfehlt seine Ziele immer? Jetzt passen Sie auf. Suchen Sie sich bitte für diesen Vortrag irgendein Ziel, an welchem Sie immer wieder scheitern. Und wir gucken mal, ob ich mit Ihnen so ein paar Gedankengänge durchgehen kann und Sie haben hinterher eine Erklärung dafür, warum Sie immer daran scheitern. Vorsicht, das kann sowohl privat sein, als auch beruflich organisatorisch. Was wir heute machen werden, wir werden so ein bisschen in den Dogmen der Zielerreichung rütteln. Ja? Man sagt ja immer, der Ziellose würde sein Schicksal erleiden, aber der Zielbewusste würde es gestalten. Ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Gehen wir mal genauer rein, wie die meisten Menschen so den Weg zum Ziel definieren würden. Also die Motivationsfuzzis, die Managementliteratur, die sagen immer so Dinge wie, such dir ein großes Ziel, plane deinen Weg, verpflichte dich zum Ziel, handle fokussiert, arbeite hart und halte durch. Wer von Ihnen würde sagen, ist eigentlich gar nicht so schlecht? Wer würde gerne sagen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber scheitert halt immer wieder an den eigenen Zielen? Okay, sollten Sie zur zweiten Kategorie gehören, ich möchte Sie beruhigen, ich möchte diesen Dingen hier einigermaßen auf den Grund gehen, weil ich glaube, dass Sie alle das mit den Zielen schon hinkriegen. Wer von Ihnen hat seinen inneren Schweinehund jetzt schon mal erfolgreich überwunden? Super, das ist prima, ja. Dauerhaft erfolgreich. Okay, ich erkläre gleich, wie das funktionieren kann. Ich glaube, dass hinter diesen 5 Schritten 8 Hypothesen stecken, die ich jetzt einfach mal schrittweise mit Ihnen durchgehen möchte. Und Sie suchen sich jetzt heute einfach die Gedanken aus, die Ihnen am praktischsten erscheinen. Und ich glaube, dass wir am Ende des Vortrags durchaus so eine Art Modell haben, mit welchem Sie Ihre persönlichen Ziele überprüfen können und möglicherweise in Zukunft ein bisschen schneller erreichen. Und fangen wir an mit dem Überpunkt Nummer 1. Such dir ein großes Ziel. 3 Unterpunkte. Erfolg braucht Ziele, Ziele sollen motivieren, Ziele sollten groß sein. Ist das überhaupt so, dass man sein Ziel kennen muss, um seinen Weg zu finden? Ist das so? Ja oder nein? Sie schütteln den Kopf, einige nicken. Ja, passen Sie auf. Also erstmal von der reinen Logik her. Die meisten Menschen stellen sich das vor wie so ein Kompass. Die Älteren werden sich erinnern, das sind die Dinger, bevor es Navis gab. Das ist so ein großes Teil. Und dann stellt man sich vor, dass so eine Kompassnadel irgendwie so immer in Richtung eines Zieles geht. Können Sie sich vorstellen? Ja? So, und das muss man irgendwie definieren, in welche Richtung das geht. Und deswegen laufen alle Leute in Richtung dieser Ziele. Ne? So, das ist total schön von der Theorie her gedacht. Ich muss also ein Ziel irgendwie formulieren und dann erreiche ich das. Nur ist das notwendig oder ist das nicht notwendig? Wer von Ihnen hat denn schon mal Ziele erreicht, ohne sie vorher definiert zu haben? So, wer von Ihnen hat zum Beispiel erfolgreich laufen gelernt? Wer von Ihnen hat lesen und schreiben gelernt? Wer hat den Schulabschluss geschafft? Wer von Ihnen kann Auto fahren? Wer kann es wirklich? Pass auf,
Gut, da waren so ein paar Dinge dabei, die haben sie die Ziele schon einigermaßen definiert, ja, aber was sie dabei gemacht haben, ist vor allem etwas, ganz vor allem so als kleiner, unreflektierter Mensch. Ich habe gerade einen 5-Jährigen zu Hause, der lernt gerade lesen, also vor der Schule, nicht weil ich jetzt irgendwie so der Übervater bin, der seinem Kind das beibringen möchte, sondern weil der Spaß hat an Buchstaben. Und vielleicht haben sie auch schon ganz oft in ihrem Leben festgestellt, dass manche Dinge, manche Ziele erreicht man und sagt hinterher, man hätte das definiert, aber eigentlich stimmt das gar nicht, sondern man hat einfach Dinge gemacht und hinterher hat man irgendwie gelernt, wie es geht, während andere Dinge, die man sich vorher als Ziel definiert hat, hat man lange Zeit versucht und hat das Ziel nie erreicht. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Ich glaube, es geht darum, dass wir ganz viele, mag es vielleicht eine philosophische Betrachtungsweise sein, dass wir ganz viele Dinge absichtslos machen im Leben und während wir Dinge absichtslos machen, Dinge lernen. Dinge hinkriegen. Wer von Ihnen ist zum Beispiel absichtslos schon mal weggegangen abends und hat dann zum Beispiel einen neuen Partner kennengelernt oder sowas? Ja. Oder kennen Sie das, wenn Sie so absichtslos in der Badewanne liegen und plötzlich haben Sie eine Idee? Ja? Oder Sie sind auf so einem Business-Event und lernen plötzlich irgendwie jemanden kennen, der Ihnen dann im Geschäft irgendwie weiterbringt. Also ich glaube, dass es unterm Strich hinterher relativ leicht ist zu sagen, ich habe mir das als Ziel vorgenommen, aber dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Dass es eigentlich darum geht, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir entlang des Weges eben im Leben Dinge erleben und dann auch Ziele erreichen und hinterher sagen, das war Absicht. Aber das war es halt häufig nicht. Also ich versuche mal hier so eine kleine Zusammenfassung. Erfolg braucht Ziele, wenn du ohne Ziele keine Orientierung hast, wenn du dazu neigst, dich zu verzetteln oder überhaupt nichts zu tun. Also wenn du deinen Hintern nicht hochkriegst, ja, dann brauchst du nichts zu tun. Aber ansonsten gilt, bleib irgendwie locker, du wirst deine Ziele schon finden, wirst deinen Weg schon gehen. Ich glaube, wenn eine Sache, die wir Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen im Leben unterscheidet, sind die Erfolgreichen meistens die, die halt irgendwas machen, ja, die im Leben sich in irgendeine Richtung begeben. So, jetzt könnte man sagen, Friedrich, du hast es nicht ganz verstanden. Nee, die Ziele sind schon wichtig. Ja? Wir müssen Ziele unbedingt haben, um uns in irgendeiner Form überhaupt zu irgendetwas zu motivieren. Ja? Ist das denn so? Motivieren denn Ziele? Achtung, wer von Ihnen hat denn schon mal eine Diät gemacht? Macht das Spaß? Aber wie gehen die meisten Diäten? Wie funktioniert das? Also Sie definieren so ein Zielgewicht, so minus 5 Kilo. Ja? So, und jetzt seien wir bitte alle total ehrlich. Wir wissen alle, wie wir das schaffen. Richtig? Weniger Zucker, weniger saufen, ein bisschen mehr bewegen, nicht so viel Fett und ja, kriegen wir hin, oder? So, und jetzt passen Sie auf, was passiert, wenn wir normalerweise diesen Weg irgendwie versuchen zu gehen? Das wird heftig. Also wir kämpfen jetzt gegen diesen inneren Schweinehund an, ja? Wir bekämpfen den. Wir sagen die ganze Zeit so, los, da musst du durch. Das schaffst du irgendwie. Das kriegst du irgendwie hin. Und Sie wissen genau, was passiert. Ja? Pizza? Nein. Kuchen? Nein. Der Kuchen sagt, iss mich. Sie sagen, nein. Ja? Sie haben minus 1 Kilo geschafft. Sie haben minus 2 Kilo geschafft. Es ist hart. Manchmal würden Sie Kindern ihr Eis klauen. Aber Sie halten es irgendwie durch. Ja? Minus 3 Kilo, minus 4, minus 5. Und jetzt passen Sie auf. Der Kuchen sagt jetzt immer noch, iss mich. Und weil Sie jetzt Ihr Zielgericht erreicht haben, sagen Sie jetzt, okay. Das Problem ist, es bleibt nicht bei diesem einen Kuchenstück. Und der Körper war jetzt sozusagen im Energiemangelmodus. Ja, der sagt, ey, ein Kuchen, kommt der zweite, dritte, vierte hinterher. Minus 5 Kilo plus 6. Jojo-Effekt, auch benannt nach Joschka Fischer. Was passiert? Sie haben ihr eigentliches Ziel erreicht, weil sie haben halt etwas gemacht, was überhaupt dem ursprünglichen Ziel überhaupt entgegenstand. Dabei, was war eigentlich ihr Ziel? Das eigentliche Ziel war niemals 5 Kilo abzunehmen. Kein Mensch will 5 Kilo abnehmen. Worum geht's? Es geht eigentlich um was anderes. Es geht eigentlich darum, dass wir uns Dinge beibringen, dauerhaft auf eine bestimmte Weise zu handeln, die uns eben ein schönes Gewicht behalten lassen. Also geht es eigentlich darum, dass wir eine gewisse Ernährungsgewohnheit an uns angewöhnen, dass wir gewisse Bewegungsgewohnheiten haben. Also eigentlich ist die Frage niemals, welches Ziel musst du erreichen, sondern immer nur, welcher Mensch musst du werden? Schwierige Frage, oder? Nie sagt, was für ein Ziel musst du erreichen, sondern was für ein Mensch musst du werden? Ja? Wer von Ihnen hat Autofahren gelernt? Ja? Können Sie sich bitte noch erinnern, wie kompliziert das gewesen ist? Kupplung treten, Gang rein, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben. Das muss man üben, bis man es kann. Erst wenn man es eine Weile geübt hat, dann geht's. Oder hat jemand von Ihnen noch Schwierigkeiten beim Kuppeln und Schalten? Anders gefragt, wer fährt Automatik hier im Raum? Feiglinge, ja? Also überlegen Sie bitte, was haben Sie dabei gemacht? Sie haben dabei etwas ganz anderes gemacht. Und jetzt möchte ich Ihnen eine zweite Kompassnadel vorstellen. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, dass wir in unserem Leben Dinge tun, um Ziele zu erreichen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir Dinge tun, um sie zu tun. Weil während wir die Dinge tun, lernen wir, was wir tun müssen. Das heißt, eigentlich geht es eine zweite Kompassnadel. Und diese zweite Kompassnadel, das nenne ich mal den Weg. Und der Weg, das ist die Summe all dessen, was wir in unserem Leben und in unseren Organisationen gemacht haben. Das ist sozusagen
das Abbild, das neuronale Abbild unseres Lebens in unserem Gehirn. Das ist das organisationale Abbild in den Strukturen unseres Unternehmens. Und jetzt Achtung, wichtige Frage. Wenn die Strukturen in diese Richtung gehen und ein Zwischenziel in eine andere Richtung, wer wird langfristig gewinnen? Ist das klar? Das heißt, überlegen Sie mal, wenn Sie ein Ziel verfehlt haben in Ihrem Leben, ob es möglich sein könnte, dass Sie einfach zwei verschiedene Kompassnadeln haben im Kopf. Dass Sie möglicherweise eine viel stärkere Kompassnadel haben, dass das halt die Summe Ihrer Gewohnheiten ist, die Sie über viele Jahre und Jahrzehnte in Ihr Leben reingebaut haben. Also infolgedessen, ein Fazit könnte sein, Ziele motivieren, wenn du dich mit ihnen identifizierst, wenn sie dir attraktiv erscheinen, wenn du gar nicht anders kannst, als sie zu verfolgen. Aber ansonsten gilt doch viel wichtiger als das Ziel, sind doch die Handlungen, die bewirken, was du erreichen möchtest. Das heißt, wir dürfen uns gar nicht auf das Ziel fokussieren, sondern das eigentliche Ziel größer ist das, was machen wir tagtäglich. Und jetzt könnten Sie sagen, Friedrich, das ist ja totaler idealistischer Quatsch. Was soll denn das? Du hast eine Sache nicht ganz begriffen. Wir brauchen, das sagt jeder Motivationsfan, das sagt die Managementliteratur, das sagen die Unternehmer, die Cheffuzis in Unternehmern, wir brauchen große Ziele. Erst wenn wir große Ziele erreichen, dann sind wir Menschen total motiviert. Ist das wirklich so? Gucken wir uns mal an. Hier, das hier habe ich schon das ein oder andere Mal wirklich live erlebt, was ich Ihnen jetzt hier vorspiele. Nun denn, liebe Freunde, der Tag geht zur Neige. Und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen allen zu sagen, dass mir unsere Betriebsversammlungen mit den Jahren so lieb geworden sind wie Familientreffen. Es ist immer eine Freude, sich im Kreise ehrenwerter Kollegen zu wissen, die unserer Firma im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet haben. Und ebenso froh stimmt mich der Blick in die Gesichter unseres vielversprechenden Nachwuchses. Sie sind unsere Zukunft. Ja, man kennt uns als erfolgreiche Firma. Aber in gleichem Maße sind wir auch eine Familie. Eine Familie tapferer Männer und Frauen, die an einem Strang ziehen, so wie es schon ihre Vorfahren getan haben. Im Geiste des amerikanischen Traums, im Geiste unseres stolzen Volkes, im Geiste des Fortschritts, im Geiste harter, ehrlicher Arbeit. Männer und Frauen, die einem gemeinsamen Ziel entgegenstreben und die mit ihren erstklassigen Dienstleistungen und hervorragenden Produkten den Wohlstand der Menschheit sichern und, ja, dabei auch gutes Geld verdienen. Und dafür werde ich mich nicht rechtfertigen. Genauso wenig werde ich mich für das großartige Wirtschaftssystem rechtfertigen, das wir in diesem freien Land haben. Wir sind angetreten, um unseren Wohlstand zu mehren. Und ich weiß, dass Sie alle und jeder einzelne von Ihnen fühlt wie ich. Wir haben diese Firma unter vielen Entbehrungen aufgebaut, aber jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Die Zukunft steht vor der Tür. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und mit vereinter Kraft neue Märkte zu erobern. Ich fordere Sie auf, die überholten Strategien von gestern wegzuwerfen. Ich fordere Sie auf, sich von Ihren altmodischen Skrupeln zu befreien. Ich fordere Sie auf, sich von der Vergangenheit zu verabschieden und mit uns in die Zukunft aufzubrechen. Für das Wohl unseres geliebten Vaterlandes und seiner stolzen Tradition. Für das Wohl unserer Demokratie. Für das Wohl unserer Firma. Für das Wohl der Familie. Für das Wohl unserer Kinder. Für Mutterschutz, für Apfelkuchen, für Hundekinder und Babykatzen. Für alles, was uns lieb und teuer ist. Es gibt nur ein Wort, das all dies möglich macht. Ein Wort, das die ganze Welt zusammenhält. Und das Wort heißt Verkaufen. Ihr sollt euch auf die Socken machen und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ihr sollt eure verdammte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Sind denn Vertriebler auch anwesend? Pass auf, ist kein Witz. Also ich bin ganz häufig, werde ich gebucht bei Veranstaltungen, heißt so, guck mal, das ist unser Vertriebsteam, die sollen mal bitteschön richtig ordentlich Gas geben, ja. Die brauchen große Ziele. Und dann wird irgendwie hier vorne, da werden irgendwie so die Top-Verkäufer irgendwie ausgezeichnet und dann sitzen die alle wie so brave Leute hinten drin und sagen, boah, die sind so toll, die Großen da oben. Und die Logik dahinter ist folgendermaßen, ich habe mir das mal irgendwann mal erklären lassen. Also relativ simpel, warum brauchen wir große Ziele? Das ist ganz einfach, also das sind wir bewegen uns in Richtung eines Zieles. Da ist das Ziel, können Sie sehen, ja. Also wenn ich das Ziel sehe, dann weiß ich, ach, guck mal, da hier der Weg ist das Ziel. Ne? So, super. Jetzt ist es manchmal so, dass vor einem Ziel ein Problem auftaucht. Dann ist nicht mehr der Weg das Ziel, sondern weg ist das Ziel. Und jetzt sagen die Menschen, Moment, weißt du was, wenn da ein Problem ist, dann laufe ich doch einfach dahin, dann ist das Ziel verfehlt. So, und jetzt sagen die ganzen Motivationsfuzis, relativ simpel, damit du trotzdem beim Ziel ankommst, musst du halt ein großes Ziel draus machen. Ja? Weil... Wenn es so groß ist, ja, wenn es so groß ist, dass du gar nicht anders kannst, also ja, dann schaffen wir das. So. Und dann
Da muss ich hier mal schmunzeln, weil ich glaube, dass da so ein gewisser Denkfehler dahinter ist. Ich möchte Ihnen mal so ganz kurz so die vier Grundtypen von Menschen erzählen. Und ich glaube, die sind auch hier im Raum verteilt. Und dann gucken wir gleich mal, ob das funktioniert mit diesen großen Zielen. Ich bitte Sie, gehen Sie mal bitte in den Selbstreflexionsmodus. Menschen sind entweder extravertiert oder Menschen sind introvertiert. Ja, es gibt kein richtig, gibt kein falsch. Wo ist der Unterschied zwischen beiden? Also der Extravertierte, der denkt so in großen Zusammenhängen, der denkt an die Zukunft, der will was erreichen und der träumt und der ist interaktiv und der gewinnt Energie mit anderen Menschen und ja. Der Introvertierte, der ist da eher so ein bisschen stiller, der ist ja ein bisschen realitäts- und istbezogen, der guckt eher, was ist jetzt im Moment, ne? Nicht, was könnte sein in der Zukunft. Der fühlt sich von anderen Menschen auch so ein bisschen häufig gestört, der will einfach so in Ruhe seine Sachen machen, ja? Jetzt passen Sie auf, sind Sie eher so auf der rechten Seite oder sind Sie eher so auf der linken Seite? Geben Sie sich mal so einen inneren Wert. Haben Sie es? So, jetzt passen Sie auf. Gibt noch zwei andere Menschentypen, so andere Ausprägungen. Es gibt diejenigen, die sind eher so aufgabenorientiert und es gibt die Menschen, die sind eher so beziehungsorientiert. Wo ist der Unterschied? Also der Aufgabenorientierte, der würde sagen, hey, was ist zu tun, bis wann und los geht's. Ja? Der frühe Vogel fängt den Wurm, ja? Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade, da drüben geht's hin, los. Ja? Der Beziehungsorientierte würde sagen, ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber es ist schön, dass wir zusammen sind. Ja, super. Jetzt passen wir auf, geben Sie sich mal einen Wert, ob Sie eher so da oben sind oder eher da unten. Haben Sie einen? Okay, und jetzt machen Sie mal Folgendes. Jetzt verbinden Sie doch bitte mal so diese Punkte hier. Irgendwo werden Sie jetzt wahrscheinlich in einem von diesen vier Feldern irgendwie rauskommen, richtig? Irgendwo sind Sie hier, korrekt? Haben Sie gefunden? So, jetzt Achtung. Nach der Persönlichkeitstypologie kann man diesen Menschen jetzt verschiedene Farben oder verschiedene Typen zuordnen. Dieser Typus hier oben, hier draußen, das ist der sogenannte rote Typus. Der rote Typus, der ist dominant, der ist willensstark, der will irgendwo hin. Das ist der D-Typus. Ziele erreichen findet der prima. Können Sie sich vorstellen? So, jetzt passen Sie auf. Jetzt wird es da links schon so ein bisschen kompliziert. Das ist der gewissenhafte Typ. Der gewissenhafte Typ, wer von Ihnen ist da drin links? Wer ist links hier drüben? Wer ist hier? Wer ist hier drüben? Wer ist hier unten? Wer ist hier? Okay, pass auf. Also der gewissenhafte Typ, der will zwar theoretisch schon auch Ziele erreichen, aber der ist häufig so präzise im Denken, dass er nicht so gerne das große Ganze sieht, sondern dass er sagt, oh, ich muss mal gucken, dass ich überhaupt hier meinen Schreibtisch in Ordnung bekomme. Das heißt, derjenige, der würde sagen, ja, du mit deinen großen Zielen, lass mich doch lieber in Ruhe. Der würde sagen, Ziele erreichen, geil, super, ja? So, der würde sagen, Ziele erreichen, oh, komm, lass mich mal bitteschön im Prozess arbeiten. Jo, jetzt Achtung. Unten links, das ist der stetige Typus, auch der grüne Typus. Wer hat sich hier unten links gesehen? Ganz spannend. Unten links, das sind diejenigen, die gucken eher so auf Ablauforientierung, die sind eher so sozial, die sind achtsam, die sind ermutigend, die unterstützen die Menschen im System. Ganz spannend übrigens, das ist das komplette Gegenteil von dem hier. Also übrigens, Sie verstehen sich auch immer mit dem Typen, der Ihnen gegenüber liegt, ziemlich schlecht. Also wenn der sagt, Ziele erreichen, sagt der, was ein Arsch. Ja? Wenn der hier sagt, komm, lass uns mal lieber bei dem Alltag bleiben, den wir haben, sagt der, was eine Trantüte. Ja? Also, der ist so, also diejenigen sind nicht so auf die Ziele. Und dann gibt es diesen Typus hier, das ist der Initiative-Typus, der hat eigentlich die Farbe gelb, ich habe gerade keine Farbe gelb. Der ist derjenige, der sagt, Ziele geil, super, machen wir, prima. Und sobald es schwierig wird, fällt er hin, steht wieder auf, sagt, wo ist das neue Ziel? Und dann geht er wieder wohin und dann fällt er wieder hin und sagt, wo ist er neu? Also das sind diejenigen, die finden Ziele super. Ja? Die haben manchmal so, die sagen, Ziele geil. Das Einzige, aber die erreichen die nicht. Ja? Die erreichen die fast nie, weil die irgendwie immer so kurzfristig abbrechen. Also das Verrückte ist, hier gibt es genau bei dieser Menschenteilung genau einen Typen, der wirklich nachhaltig auf Ziele steht. Das sind diejenigen, die bei solchen Motivationsveranstaltungen, die häufig sind in der Chefetage sagen, du musst jetzt das und das erreichen. Aber das geht an den Menschen vorbei. Es funktioniert nicht. Andererseits erreichen wir trotzdem immer wieder Ziele, also auch hier wieder, Lösung könnte sein, liebe Leute, achtet nicht so sehr auf die Ziele, sondern achten wir eher darauf, dass wir es tun tagtäglich. Also Ziele sollten groß sein, wenn du gewöhnt bist, deine Komfortzone zu erweitern, wenn du eine hohe Selbstwirksamkeit zu überzeugen hast, wenn du deine Ziele aus eigener Kraft erreichen kannst, dann schon. Stimmt aller das aber nicht, dann demotivieren große Ziele. Die erreichen häufig nur wie wünschenswerte Optionen, aber eben oft unrealistisch und ist es nicht ökonomisch, dies zu verfolgen. Wissen Sie, Komfortzone ist ein Begriff, oder? So, wir haben alle schon gehört, Komfortzone. Wissen Sie, Komfortzone, wie sehen die aus? Also Komfortzone ist ja meistens so ein großer Kreis. Da befinden wir uns irgendwie drin, unser Leben, ja? Unsere Vorlieben abneigen, unser Supermarkt, unser Müsli, drittes Regal von links. Da können wir blind reingreifen. Aber wir, die räumen die Regale um. Ne? Frechheit, ja? Unser Urlaubsort, jedes Jahr Mallorca, alles hier zu Hause ein bisschen wärmer. Kennen Sie, ne?
Das Schöne ist, die meisten Herausforderungen im Leben sind ja außerhalb dieser Komfortzone. Ja? Und jetzt sind viele das nicht gewöhnt, diese Herausforderungen anzunehmen. Beispiel, liebe Herren, stellen Sie sich mal vor, das seien Sie. Sie seien Mitte 20, sehen super aus, haben einen tollen Job in einer geilen Firma. Das Einzige, was Ihnen zum perfekten Glück noch fehlt, ist eine Frau. Stellen Sie mal vor, kennen Sie den Moment, wo Ihnen plötzlich auf einer Party Ihr Traumgeschöpf begegnet? Und Sie sagen sofort, boah, die ist es. Die ist so schön. Die ist so schön. Los, die sprichst du an. Ja? Dann kommt die innere Schweine und sagt, ja, boah, die ist so schön. Los, die sprichst du an, wenn du sie das nächste Mal siehst. Ja. Weil auf dem Weg von hier nach da kommen die lauter Gründe, warum das gerade der falsche Zeitpunkt ist. Ne? Was will die nicht mag? Hast schon zu viel gesoffen? Hast noch nicht genug gesoffen? Ja? Sie finden einen Grund, ne? Und ihr Gehirn lernt jetzt, wenn du die nicht ansprichst, bleibst du am Leben. Ne? Und dann machen wir hier irgendwie so hier Mauer, ne? Zack. Beim nächsten Mal erinnern sie sich, beim letzten Mal hast du gekniffen, kneifst du wieder, spätestens hier ist man sicher, bist halt kein Frauentyp. Ne? Und so in Sachen Ziele ist halt so, manche Menschen, die gucken das irgendwie, die erreichen ihre Ziele nie so wirklich, die sagen einmal, zweimal, dreimal und jetzt sagt man denen, du musst die Ziele erreichen. Also Trick 17, ich werde heute noch so einige andere Tricks sagen. Ehrlich, wenn das mit der Zielerreichung besser funktionieren soll, da kann man sich angewöhnen und das kennen sie auch alle. Es geht gar nicht um das große Ganze. Häufig geht es darum, dass wir uns einfach nur der Herausforderung direkt vor uns widmen und dann stellen wir sowieso fest, das können wir. Ne? Und dann kann man sich die nächste vornehmen und dann wieder und dann nimmt man die hier auch mit. Jetzt ist man so auf so einem mentalen Expansionskurs, alles ist gut. Aber das hat gar nichts mit diesen großen Zielen zu tun, sondern eher so eine persönliche kleine Geschichte. Ne? So, jetzt könnte ich sagen, Friedrich, Moment, aber wir brauchen doch Ziele, wir brauchen doch Planung. Wissen Sie was, ich plane total gerne. Wir haben bei uns im Unternehmen Planzahlen. Ich habe Leute eingestellt, die planen mir das Leben durch. Das ist faszinierend. Ich habe Excel-Tabellen, wir haben Austausch, wir haben KPI, ich kenne das alles, das ist toll. Wissen Sie was? Diese Ziele, diese Planzahlen, wer von Ihnen erreicht Planzahlen immer zu 100%? Ich auch nicht. Aber das Verrückte ist, es geht mal drüber und es geht mal runter. Ja? Was mich dann aber ganz besonders freut, ist, wenn so Planzahlen so zack, so richtig exponentiell nach oben gehen. Also wenn es so richtig toll wird. Und das nennt sich dann unternehmerische Ideen. Wenn man eine unternehmerische Idee hat, die wirklich gut funktioniert, dann kann das mal so richtig nach oben ausschlagen und man muss sich gar nicht an diesem kleinen Planzahlen orientieren. Vielleicht kennen Sie das hier, dass der Erfolg, wir denken immer, der sei planbar. Vorsicht, das nächste, was ich Ihnen zeige, das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich bitte darauf, dass Sie jetzt, wenn Sie das anschauen, einfach mal auf Ihre Gefühle achten. Wenn Sie solche Typen sehen würden, wie kämen Ihnen die vor? Ich frage Sie. Also sind sich einig, das ist ein bisschen komisch, oder? Also die tanzen da und man würde sagen, hey, was für verrückte Vögel. Stellen Sie mal vor, Sie haben so in der Firma irgendwelche Leute, die sagen, ich habe eine Idee für ein Projekt. Und sie sagen so, nö, Projekt ist doof und neue Idee muss nicht sein und das haben wir noch nie gemacht und auf keinen Fall. Und die kommen Ihnen dann manchmal vor, wie so diese beiden Typen, die da tanzen. Wir schauen mal weiter zu.
the unstoppable. Ist das abgefahren? Es waren am Anfang zwei Spinner, die rumgetanzt haben. Und ich glaube, dass das eine ganz spannende Geschichte ist, gerade in unserer derzeitigen Entwicklungswelt, wo wir gerade uns bewegen. Also wir haben eine unheimlich spannende Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Digitalisierung, Disruption. Bitte? Da weiß ich nicht, keine Ahnung, wo das war, weiß ich. Das Ding heißt Sasquatch Music Festival, also unter dem Titel ist das bei YouTube drin, wo das genau war, weiß ich nicht. Aber das Verrückte ist, ich glaube, wir leben gerade in Zeiten, in der genau solche Dynamiken an allen Ecken und Enden in unserer Welt gerade stattfinden. Ja? Also gehen wir bitte davon aus, dass es in ein paar Jahren wirklich nicht mehr die Benzinmotoren geben wird, dass die deutsche Automotive-Industrie ein Problem haben wird, dass die Digitalisierung komplette Branchen weiterhin verändern wird, dass die nachfolgenden Generationen X, Y, Z, wie sie alle heißen, irgendwie in unserer Arbeitswelt große Veränderungen bringen wird. Gehen wir davon aus, dass es die deutsche Sparkassenlandschaft so in der Form bald nicht mehr geben wird. Ich möchte Sie darauf einfach hinweisen, dass das, was da gerade draußen passiert in der Welt, die Highspeed-Veränderung ist an ganz vielen Ecken und Enden und dass es das, die wahre Sicherheit nicht gibt. Und diese exponentiellen Entwicklungen, dass wir mit denen wahrscheinlich an allen Ecken und Enden zu rechnen haben. Und dann können wir unsere Pläne ganz häufig einfach uns in den Hut schmieren und wundern uns dann, was dann in der Welt da draußen passiert. Aber wir erzählen uns immer so gerne, es sei alles irgendwie einigermaßen sicher. Wir erzählen uns, alles ist prima. Ja? Eine Firma Kodak erzählt sich, das sei super mit der analogen Fotografie. Und dann kommt irgendjemand und erfindet die Digitalfotografie. Wir wissen, wer die Digitalfotografie erfunden hat. Das war ein Mitarbeiter von Kodak. Ich meine, wie bescheuert ist das denn? Ja? Wie kann es sein, dass eine Firma Quelle das Internet verpennt und pleite geht? Ja? Wie funktioniert das? Ich meine, die haben von halb Deutschland sogar die Adressen. Also kann man da nicht auf irgendwelche schlauen Geschäftsideen kommen? Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen skeptisch sein. Erfolg ist planbar, wenn wir alle beteiligten Faktoren kontrollieren und in unserem Sinne steuern können. Aber weil das sowieso fast nie der Fall ist, lässt sich Erfolg eigentlich nicht planen. Funktioniert nicht. Wir können nur versuchen, möglichst viele Faktoren im gewünschten Sinne zu beeinflussen und eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit schaffen. Aber das ist immer nur Statistik. Das ist keine wirkliche echte Steuerung. Jetzt können Sie sagen, Moment, Friedrich, du hast das doch nicht ganz verstanden, weil du musst dich doch dem Ziel auch verpflichten. Ja? Du musst doch so ein richtiges Commitment eingehen. Das geht nicht, wenn du nur so ein bisschen anfängst, sondern du musst ja auch wirklich konsequent weitermachen. Und dann gibt es diese schönen Sprüche, Winners never quit, quitters never win. Darf ich Ihnen mal eine sehr, sehr sympathische Maus vorstellen? Vorsicht, es könnte sein, dass Sie gleich einer Maus applaudieren. Stellen Sie sich mal vor, diese Maus, die klein ist und schwach, und sich jetzt einer komplett heroischen Aufgabe widmet. Nämlich diesen netten kleinen Tuckkeks oder was immer das ist, eine Stufe nach oben zu transportieren. Und die hat im Kopf, Winners never quit. Quitters never win. Du schaffst es. Du musst dein Ziel erreichen. Du warst auf einem Motivationsseminar, du bist über glühende Kohlen gelaufen. Deine Nachbarmaus hat es auch geschafft. Wir kriegen das hin. Ganz bestimmt, du schaffst es. Komm, probier's. Ja, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Es ist verdammt hart. Aber du kriegst das schon hin. Oder vielleicht doch nicht. Oh. Komm, probier's noch einmal. Probier's noch einmal. Mach's noch einmal. Mach's noch einmal. Mach's noch mal. Probier es, probier es. Probier's. Und alle dürfen gleich applaudieren, ja? Denn die Maus hat's geschafft. Bitte machen Sie sich klar, Sie applaudieren gerade einer Maus. Nur um das mal kurz darzustellen. Also, macht Commitment erfolgreich. Auch das finde ich total spannend, weil sehr viele Leute sagen, ja, das ist so mit dem Commitment. Commitment ist was total Wichtiges, weil, das kennen wir, das ist so die klassische Investitionskurve aus der BWL. Also du musst dich halt irgendwie anstrengen und du musst ganz viel Arbeit in irgendein Projekt stecken und dann wirst du am Ende erfolgreich sein. Also hier, das ist diese Kurve. Hä? Aufwand, riesiger Aufwand, mit der Zeit wird der geringer, wenn du was lernst. Und hier irgendwann mal, jetzt ist der sogenannte Break-Even, ne? Hier ist der Aufwand größer als der Ertrag, das tut weh. Hier ist der Ertrag größer als der Aufwand, himmelreich. So, wissen Sie was? Das ist eine total coole Kurve. Und alle Menschen, die irgendeinen Erfolg erreicht haben, die sagen hinterher, ja, da musst du halt hart dranbleiben, musst du trainieren. Achtung, das Modell stimmt aber nur so lange, solange Sie hier tatsächlich eine steil ansteigende Kurve haben. Was passiert denn, wenn Sie so eine Kurve haben? Was passiert, wenn der Aufwand für Sie relativ betrachtet hoch ist und irgendwie lernen Sie das nicht und die anderen sind gut und sind besser als Sie?
Ich habe festgestellt, dass es ganz häufig nicht die Aufgabe ist von Unternehmen und von Menschen, etwas noch besser zu machen, noch tiefer zu perfektionieren, dran zu bleiben, sondern dass es häufig die Aufgabe ist, zu sagen, hey, das ist nicht mein Spielfeld, sondern möglichst schnell zu scheitern und möglichst hart zu scheitern und den Weg zu korrigieren. Das finden Sie im Coaching relativ häufig. Also wenn Sie mit Geschäftsführern, wenn Sie mit Inhabern und sowas sagen, sollst du da wirklich dranbleiben oder sollst du das nicht loslassen? Und wie häufig begeben wir uns auf einen Pfad und machen Scheuklappen auf und bemerken gar nicht, dass rechts und links von uns die Wege viel einfacher sind. Also fragen Sie sich mal, wenn Ihnen ein Ziel schwerfällt oder Ihrer Organisation, ob Sie möglicherweise das Falsche tun. Altes indianisches Sprichwort, kennen Sie, wenn der Gaul tot ist, steig ab. Also könnte es mitunter sein, dass man das eine oder andere sein lassen muss, weil es gibt doch noch was anderes. Es gibt die sogenannten Opportunitätskosten, die Kosten der entgangenen Möglichkeiten. Stellen Sie sich mal vor, Sie verbrennen Ihre ganze Energie als Mensch oder als Organisation in einem Bereich, der sich schwer anfühlt. Und dann gibt es da jemanden, der ist direkt neben Ihnen und der kann das besser und der hat da überhaupt keine Schwierigkeiten. Bei dem fühlt es sich leicht an. Also könnte es nicht unsere Aufgabe sein, eher zu unterscheiden, was sollten wir tun oder was sollten wir nicht tun? Und haben wir dann nicht für andere Bereiche viel häufiger mehr Kraft, als blind irgendwelchen Zielen hinterherzeichnen? Ich glaube, dass Commitment durchaus erfolgreich macht, wenn wahrscheinlich ist, dass sich ausdauerndes, zielgerichtetes Handeln langfristig auszahlt, trotz Durststrecken unterwegs. Immer die Frage, ist das gerade eine Sackgasse, wo ich gerade bin? Oder ist es eine Durststrecke? Wenn es eine Durststrecke ist, halte durch. Wenn es eine Sackgasse ist, hör so schnell wie möglich auf. Es gilt, scheitere eher früher als später und such dir erfolgversprechendere Ziele. Halte niemals blind an Entscheidungen fest, gleiche sie stetig mit der Realität ab. Sammle offen Informationen und vor allem solche Informationen, die deiner eigenen Meinung widersprechen und traue dich jederzeit, dich zugunsten besserer Alternativen umzuentscheiden. Und jetzt können Sie sagen, Moment, Friedrich, da hast du eine Sache noch nicht ganz verstanden. Man darf es ja nicht nur so ein bisschen committen, sondern man muss auch fokussiert bleiben. Du musst fokussiert handeln. Fokus macht erfolgreich. Ja? Also der alte Dwight David Eisenhower hat mal gesagt, wir sind nur dadurch erfolgreich, dass wir uns im Leben oder im Krieg oder wo auch immer ein einzelnes beherrschendes Ziel setzen und diesem Ziel alle anderen Überlegungen unterordnen. Ist das so? Kann es sein, dass es ganz häufig am Fokus liegt, dass wir Dinge nicht wirklich erreichen, dass wir uns ablenken lassen, dass wir zu viele Dinge gleichzeitig machen und uns eben in unserer mentalen Wahrnehmung auf weniger konzentrieren sollten? Möglich. Ich habe hier aber noch so ein Gegenbeispiel für Sie. Bitte passen Sie ganz genau auf. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the Three of Diamonds. The Three of Diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers. And you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing color-changing card trick. So, jetzt Achtung. Wer hat den Trick herausgefunden? Wer weiß, was der Trick geht? So, wie funktioniert der Trick? Sie haben genau aufgepasst. Na, Mümmel, der Trick, der Kartentrick, der Kartentrick, der Kartentrick. Wer hat den Karten, wer hat den Kartentrick? Haben Sie gesehen? Okay, hat die Rückseiten ausgetauscht? Okay, noch eine andere Hypothese? Andere Hypothese? Er hat das ganze Kartenspiel ausgetauscht und das war seitlich, als er so einmal im Bild vorbeigeschaut hat, richtig? So, jetzt Achtung, bitte gucken Sie nochmal genau hin. Hi, I'm Richard.
This is Sarah, and we're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now, the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now, Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was, in fact, the Three of Diamonds. The Three of Diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Give a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing color-changing card trick. Jetzt nochmal die Frage, macht Fokus erfolgreich? Macht Fokus erfolgreich? Ich finde das so total faszinierend. Ich finde das. Jetzt, haben Sie das Video schon gekannt oder haben Sie das wirklich gesehen gehabt? Mit dem Gorilla, okay. Ist ein psychologischer Trick. Und wirklich, der Witz ist tatsächlich, das passiert direkt vor unseren Augen. Aber dadurch, dass wir da nicht drauf gucken, ja, dadurch, dass wir da nicht drauf gucken, übersehen wir das. Und am Ende sind wir total überrascht. Und jeder andere hätte das gesehen, vor allem unter einer Voraussetzung. Wann hätten wir es gesehen? Passen Sie auf, Sie hätten es alle gesehen. Bitte, sagen Sie. Wenn Sie rausgezoomt hätten, hätten Sie es gesehen? Passen Sie auf, wann auch, wenn Sie mental rausgezoomt hätten. Sie hätten es alle gesehen, wenn Sie des Englischen nicht mächtig gewesen wären und nicht versucht hätten, die Aufgabe zu lösen, richtig? Das heißt, was Sie eigentlich hätten machen sollen, ist mental locker halten. Dadurch, dass wir aber versuchen zu fokussieren auf eine Aufgabe, übersehen wir Dinge, die rechts und links davon wirklich offensichtlich sind. Und das Spannende ist, also was Sie dabei machen, es gibt so zwei Denktypen, zwei Denkstile, die sehr, sehr wichtig sind, die für Lebenserfolg total wichtig sind. Man hat sich gefragt, wie sind Menschen im Leben erfolgreich? Was ich Ihnen jetzt erzähle, stammt von Malcolm Gladwell, großartiger Wissenschaftsautor. Der hat von einer Studie berichtet, die man in Amerika über viele Jahrzehnte gemacht hat. Da hat man Menschen untersucht, die total intelligent waren, so eine Art Elite der Zukunft. Ja? Die hatten alle IQs so 130, 140, 150 und drüber und hat die ganz besonders ausgebildet und hat dann irgendwann mal im Laufe des Lebens festgestellt, dass die, obwohl die so total intelligent waren, im Leben nicht weitergekommen sind. Sondern das ist eine andere Intelligenz gewesen, um die es ging. Ich möchte das kurz mit Ihnen vormachen. Bitte, wer von Ihnen kann rechnen? Ich mache mal so eine ganz einfache Aufgabe. Versuchen Sie mal mitzudenken hier. Was kommt raus? 13, super, hervorragend. Applaus, das war toll, finde ich spitze. Was kommt noch raus? Kölnisch Wasser, großartig. Mit einem Applaus für Kölnisch Wasser. Was haben Sie gerade gemacht? Sie haben gerade weitergedacht. Sie haben sich nicht gefragt, wie lautet die richtige Lösung, sondern Sie haben sich gefragt, welche Lösungen gibt es noch? Achtung, in unserem Leben, in unserem Alltagsleben, im Berufsleben. Wie ist das? Was wir in der Schule beigebracht bekommen ist, such nach der einen richtigen Lösung, dann hör auf zu denken. Was sagt uns der Alltag? Der Alltag sagt, finde die richtige Lösung und dann finde die nächste richtige Lösung, finde die nächste richtige Lösung. Im Alltag sind wir damit beschäftigt, uns zu fragen, wie viele mögliche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Und man hat bei dieser Untersuchung festgestellt, dass diejenigen, man nennt das divergentes Denken, diejenigen, die um die Ecke denken können sozusagen, sind im Leben erfolgreicher. Ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen. Professor stellt in einer Physikprüfung folgende Aufgabe. Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit einem Barometer feststellt. Ein Kursteilnehmer antwortet, Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus die Länge des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes. Diese in hohem Grade originelle Antwort entrüstet den Prüfer dermaßen, dass der Kursteilnehmer sofort entlassen wird. Der beschwert sich, sagt, hey Leute, Moment, stimmt doch gar nicht, meine Antwort ist korrekt. Ja? Und jetzt wird so ein Schiedsrichter zugehört, der sagt, ja, die Antwort sei tatsächlich korrekt, würde aber kein wahrnehmbares Wissen von Physik zeigen.
Und um jetzt das Problem zu lösen, wird der Kursteilnehmer nochmal hereingebeten. Man steht ihm 6 Minuten zu, in denen er eine Antwort geben kann, die mindestens eine minimale Vertrautheit mit den Grundprinzipien von Physik zeigt. Für 5 Minuten sitzt der Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne in Gedanken versunken. Der Schiedsrichter erinnert ihn, dass die Zeit läuft, worauf der Kursteilnehmer antwortet, dass er einige extrem relevante Antworten habe, aber nicht wisse, für welche er sich entscheiden soll. Schließlich wird ihm geraten, sich endlich zu beeilen, und dann fängt er an. Folgende Antwort. Erstens könnten Sie das Barometer mit auf das Dach des Wolkenkratzers nehmen. Sie können es über den Rand fallen lassen und die Zeit messen, die es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des Gebäudes kann mit der Formel H gleich 0,5 g mal t im Quadrat berechnet werden. Das Barometer wäre allerdings dahin. Oder, falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers messen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Messe des Schattens des Wolkenkratzers. Anschließend ist eine einfache Sache, anhand der proportionalen Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen. Wenn Sie aber in hohem Grade wissenschaftlich sein möchten, dann könnten Sie ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein Pendel. Zuerst auf dem Boden, dann auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht der gravitativen Wiederherstellungskraft T gleich 2 Pi im Quadrat. Oder wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe besitzt, würde es am einfachsten gehen, da hinaufzusteigen, die Höhe des Wolkenkratzers in Barometerlängen abzuhaken und oben zusammenzuzählen. Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann könnten Sie selbstverständlich das Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf dem Grund zu messen und den Unterschied bezüglich der Millibare umzuwandeln, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen. Aber da wir ständig aufgefordert werden, die Unabhängigkeit des Verstandes zu üben und wissenschaftliche Methoden anzuwenden, würde es ohne Zweifel viel einfacher sein, an der Tür des Hausmeisters zu klopfen und ihm zu sagen, wenn Sie ein neues Barometer möchten, gebe ich Ihnen dieses hier, vorausgesetzt, Sie sagen mir die Höhe dieses Wolkenkratzers. Der Name des Kursteilnehmers war Niels Bohr. Am 10. Dezember 1922 erhielt er den Nobelpreis für Physik. Das ist Intelligenz. Das ist Intelligenz. Und das ist lustigerweise häufig genau das Gegenteil von Fokus. Das ist das Gegenteil von Fokus. Das ist die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es noch? Finden wir noch weitere Möglichkeiten? Also Avantgardisten sind Menschen, ja, die nicht genau wissen, wo sie hinwollen, aber als Erste da sind. Versuchen wir hier eine Zusammenfassung. Also Fokus macht erfolgreich, wenn du dich innerhalb eines überschaubaren Systems befindest. Ja? Aber wenn die Umwelt komplex wird, dann muss man halt sogenannte Interdependenzen beachten. Also man hat mit anderen Menschen, mit anderen Abteilungen, mit Marktströmungen, hat man immer irgendwas zu tun. Und man ist nie alleine. Ja? Deswegen sollte man immer wieder in die Vogelperspektive wechseln und sich fragen, stimmen denn die Annahmen noch oder musst du deinen Fokus möglicherweise verändern? Und Achtung, das ist einer der Hauptfehler, gerade von Einzelpersonen ja, aber von Unternehmen. Immer wieder mein Ding, ich gehe in die Richtung und ich übersehe, dass es da draußen auch eine Welt gibt, außerhalb meiner kleinen Wahrnehmung. Jetzt könnte man sagen, Friedrich, Moment, eine Sache hast du noch nicht ganz verstanden. Jetzt geht es ja um die Motivation, du musst ja auch hart arbeiten und du musst ja durchhalten. Denn wir wissen alle, zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen und ab und zu mal muss man versuchen, Mitarbeiter auch entsprechend irgendwie mitzunehmen. Also manche besonders cholerischen Chefs machen das zum Fühlen Beispiel Sie so. Fühlen Sie sich auch manchmal abgeschlafft und unmotiviert? Haben Sie Schwierigkeiten in der Beziehung und an Ihrem Arbeitsplatz, sich einzubringen? Dann bekommen Sie jetzt von mir den ultimativen Motivationstipp. Beweg deinen Arsch, verdammte Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein, dass du über anderen die Schuld gibst hier! Du musst mal in Gang kommen, damit das funktionieren soll! Also sprich, wir reden von guter Mitarbeiterführung. Man weiß, heutzutage muss man Mitarbeiter motivieren, anschreien alleine hilft nicht mehr. Und wie motiviert man Menschen jetzt in der tatsächlichen Arbeitswelt? Also es könnte sein, dass Sie so einen Chef haben oder dass Sie selber ein Chef sind, der folgenderweise führt, sagen, ey Leute, wir müssen uns halt einfach mehr anstrengen. So, und auch dazu hat man ganz spannende Untersuchungen gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine sehr historische Versuchsanordnung zur Leistungsfähigkeit von Gruppen. Und ich bitte Sie, denken Sie mal ganz kurz mit. Ich gebe Ihnen jetzt eine Aufgabe, dann werde ich mal kurz eine Motivationsspeech halten, okay? Also, die Aufgabe lautet folgendermaßen. Nee, mach das anders. Ich probiere es nochmal so rum. Also, Sie haben schon alle gesehen, es geht um so ein Bild. Sie müssen gleich alle mitdenken. Und wir machen mal so eine Gruppentrennung. Sie hier, Sie kriegen von mir die volle Motivationsspeech. Seid ihr alle da? Ja. Oh. Seid ihr alle da? Ja. Habt ihr Bock, eine richtig geile Aufgabe zu lösen? Ja. Habt ihr wirklich Bock, eine richtig geile Aufgabe zu lösen? Ja. Gebt ihr gleich Vollgas, wenn ich euch sage, dass ihr Vollgas geben sollt? Ja.
Oh, ist das cool. Okay, pass auf. Da kommt jetzt eine total geniale Aufgabe. Und diese Aufgabe werden wir lösen, weil wir sind die Besten. Wer wissen Sie? Wer sind wir die? Besten. Wer sind wir die? Besten. Wer sind wir die? Besten. Und wir werden einen Bonus ausschütten. Ja, aber nur, wenn wir gegen die da drüben gewinnen, okay? Der Bonus wird tierisch hoch sein. Ich schütte einen Bonus in Höhe von 200.000 Euro für unsere Gruppe aus. Ist das geil? Ja. Und derjenige, der gewinnt, der die Lösung findet, der kriegt alleine schon von mir 50.000 Euro. Bar! Beim nächsten Treffen, bar auf die Kralle. Ist ein Witz, ja? Okay. Okay. Ihr seid richtig gut drauf, ja? Ihr kommt gleich auf die Lösung, okay? Ihr bitte, ihr seid motiviert so. Jetzt Achtung. Gruppe Nummer 2. Hallo erstmal. Also ich habe da so eine Aufgabe. Das waren so ein paar Motivationstypen, die haben sich das ausgedacht. Ja, das sind Psychologiestudenten und ich habe gedacht, okay, wir machen da mal mit. Ne? Und folgendes, da gibt's nichts zu gewinnen. Das ist einfach nur, wenn ihr Lust habt, die machen da so eine Diplomarbeit, wenn ihr die unterstützen wollt bei der Diplomarbeit, bitte einfach mitdenken, okay? Vielleicht kommt der eine oder andere auf die Lösung, ich habe keine Ahnung, wie die gehen sollen, die Aufgabe ist mir ein bisschen zu kompliziert, aber vielleicht hat jemand Lust, ein bisschen rumzuknobeln, okay? Also gibt nichts zu gewinnen, aber wenn ihr Lust habt, dann macht mal. So, jetzt die Aufgabe. Seid ihr noch motiviert? Okay, die Aufgabe funktioniert folgendermaßen. Bitte befestigen Sie die Kerze mit den Utensilien, die Sie sehen, an der Wand. Zünden Sie an und befestigen Sie so, dass kein Wachs auf den Tisch tropft. Jetzt. Wer findet die Lösung? Befestigen Sie die Kerze mit den Utensilien, die Sie sehen. An der Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Diese Gruppe scheint zu gewinnen. So, haben Sie eine Lösung? Was würden Sie machen? Ich nehme Zündholz an und mache ein bisschen Wachs an die Wand. Zündholz an, ein bisschen Wachs an die Wand und dann die Kerze dran. Aber dann tropft ja trotzdem so Wachs auf den Tisch. Nee? Das, Sie würden also neue physikalische Prinzipien erfinden. Ja? Was würden Sie machen? Ganz einfach an die Wand stellen. An die Wand stellen? Was an die Wand stellen? Die Kerze an die Wand stellen? Ja. Den Tisch und die Schachtel an die Wand stellen? Okay, bitteschön, was würden Sie machen? Oh mein Gott, wie viele Lösungen? Das ist doch der Hammer. Was würden Sie tun? Was würden Sie tun? So. Cool. Also Applaus für diese Lösung hier. Das ist prima, super. Es mag Sie vielleicht überraschen, weil wir haben jetzt viele verschiedene Lösungen. Also erstmal, total wichtig für Ideenfindung, man muss alle Ideen zulassen, alle Ideen ist prima. Und wir haben uns hier so viele Ideen gedacht, weil jeder einfach mutig gedacht hat. Die Statistik sagt Folgendes, und das ist kein Witz. Die Statistik sagt, dass die Gruppe, die nicht finanziell oder mit Druck motiviert ist, im Schnitt 3 Minuten schneller mit der Lösung zur Lösung findet, als die andere Gruppe. Und wissen Sie auch hier wieder, divergentes, konvergentes Denken. Beim einen heißt es, du musst dich konzentrieren. Wenn ich versuche, motiviert um die Ecke zu denken, geht das nicht, weil mein Denken eng wird. Wenn ich aber locker verschiedene Ideen durch mein Hirn puste, dann bin ich frei im Denken. Dann können die Gedanken hin und her wandern, dann komme ich eher auf Lösungen. Es sei denn, und das ist echt wirklich eine total faszinierende Erkenntnis, es sei denn, ich zeige die Aufgabe so. Wenn ich Menschen sage, so, finde jetzt hier mit den Utensilien, mach die an die Wand, dann gewinnt in der Regel die Gruppe, die ein bisschen motivierter ist mit finanziellen Anreisen, weil sie hier ein serielles Denken haben. Hier müssen sie um die Ecke denken, da haben sie ein serielles Denken. So, Frage in Ihrem Alltag, welches Denken ist häufiger? Mit welchen Aufgaben sind Sie höher, sind Sie eher konfrontiert? Mit solchen Aufgaben oder sind Sie im Alltag eher mit solchen Aufgaben konfrontiert? Das bedeutet tatsächlich, nehmen Sie Druck raus. Bitte keinen Druck. Nein. Natürlich, zum Erfolg gibt es keinen Lift. Man muss die Treppe benutzen. Aber es gibt was anderes, was wir für den Erfolg brauchen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Ich möchte Ihnen jetzt die Lösung präsentieren. Und die Lösung könnte möglicherweise in einer dritten Kompassnadel bestehen. Die Lösung könnte in einer dritten Kompassnadel bestehen. Denn das, was wir Menschen richtig motiviert finden oder richtig motivierend finden, das ist weder das Ziel noch der Weg, sondern das ist der Sinn, den wir irgendeiner Sache beimessen.
Wenn wir Menschen etwas tun, was wir als zutiefst sinnvoll empfinden, also beispielsweise knobeln, weil wir eine Aufgabe lösen wollen, weil wir jemandem helfen, sind wir viel mehr dabei, sind wir viel engagierter. Wenn wir etwas tun, was wir total spannend finden, wo wir sagen, das ist cool, dann haben wir von uns aus eine sogenannte intrinsische Motivation oder autotelische Motivation. Autotelische Motivation bedeutet, wenn ich etwas tue, und zwar so gerne tue, dass ich auch tun würde, wenn ich nicht dafür bezahlt würde. Ja? Also Beispiel, warum machen wir eine Steuererklärung? Boah, schlechtes Beispiel, ja? Kriegen wir Geld zurück, ne? Das ist so die einzige. So. Aber andere Beispiele, wo es eher so um den Akt des Handelns geht, warum lesen Männer den Playboy? Weil man bei den gut recherchierten Artikeln was lernen kann. Genau, natürlich. Sie haben recht. Ein Beispiel. So, Beispiel für die Damen. Liebe Damen, stellen Sie sich mal vor, ich schicke Sie auf einen 3-stündigen Fußmarsch. Sie kriegen ein Gewicht an den rechten Arm, Sie kriegen ein Gewicht an den linken Arm, Sie werden dabei die ganze Zeit Geld verlieren. Haben Sie Lust drauf? Das ist eine Shoppingtour. Verstehen Sie, was passiert? Sie laufen, sich blasen in die Füße, kommen zufrieden, grinsen zu Hause an, sagen, Schatz, guck mal, Tüte 1, 2, 3, ich war auf der Jagd. Ja? Und das ist das, worum es mir heute geht. Machen wir es mal anders. Versuchen Sie mal nochmal, Ihre Ziele zu hinterfragen, die Sie nicht erreichen. Und könnte es sein, wenn Sie eine gewisse Ambivalenz Ihren Zielen gegenüber haben, dass Sie so eine Konstellation im Kopf haben, dass Sinn, das Ziel und das Wegkompassnadel in verschiedene Richtungen gehen? Und kann es sein, dass Sie in Ihrem Leben schon viele Dinge ganz leicht erreicht haben, wo andere Leute sagen, wieso, boah, das ist ja toll, das hast du so toll gemacht. Und Sie denken sich, naja, musste halt. Aber wenn Sie sagen, musste halt, meistens ist das mit so einem gewissen emotionalen Aufwand verbunden, dass Sie sagen, ja, das ging eigentlich ganz leicht. Dann ist es immer so gewesen, dass Sie 3 Kompassnadeln in eine Richtung gehabt haben. Und in welcher Reihenfolge sollten wir jetzt Kompassnadeln bestimmen? Wir sollten ganz klar sagen, die erste, die wichtigste Kompassnadel in unserem Leben ist immer der Sinn. Wozu tun wir das, was wir tun? Haben Sie ein neues Projekt? Fragen Sie sich als erstes, ist das sinnvoll? Will ich das? Mache ich da überhaupt mit? Privates Projekt, berufliches Projekt, ist das sinnvoll? Was ist der Sinn dessen? Unterhalten sich manchmal untereinander über den Sinn Ihrer Organisation, über den Sinn Ihrer Firma? Ich nehme wahr. Könnte ein neuralgischer Punkt sein. Zweitens, von diesem Sinn ableitend, unterhalten Sie sich mal über Prozesse, die Sie eigentlich daraufhin definieren sollten oder auf Handlungen, die daraus logischerweise folgen. Und drittens, dann erst reden Sie bitte über Ziele, machen Sie es niemals andersrum. Zuerst den Sinn, dann den Weg und dann die konkreten Ziele. Niemals umdrehen. Wenn Sie es umdrehen, dann wird es schwierig. Wenn Sie es aber so rummachen, dann kann Ihnen unterwegs alles Mögliche begegnen an Schwierigkeiten. Sie werden tapfer dabei bleiben.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ist Erfolg harte Arbeit? Nein, ich glaube, Erfolg ist keine Arbeit. Erfolg ist, wenn ich was tue, was mir sowieso entspricht. Also wenn ich etwas sowieso machen möchte, ich selber, dann ist das weder Arbeit noch gar keine harte Arbeit. Und dann geht es auch gar nicht ums Durchhalten, sondern es geht doch einfach nur um eine Art zu leben. Und meine Lösung für dieses Dilemma, was ich Ihnen eingangs geschildert hatte, war irgendwann mal, ich habe mal beschlossen, machen wir doch unseren inneren Schweinehund zum Freund. Und ich habe meinem inneren Schweinehund so ein bisschen anderes, niedlicheres Aussehen gegeben. Das hier ist er. Und ich habe dem einen Namen gegeben, ich nenne den Günther. Jetzt muss ich sicherheitshalber fragen, heißt hier jemand Günther im Raum? Einer? Nur einer? Nur einer? Wer weiß, dass der Nebensitzer Günther heißt und sich nicht traut zu strecken? Weil sehr oft tut mir echt furchtbar leid, ich finde den Namen nicht so schön. Er klingt so ein bisschen angestaubt, hat so ein bisschen was von behördlich verordneter Veränderungsresistenz, erkennen Sie sich wieder? Nein, ich darf darüber Witze machen, weil ich heiße selbst auch Günther. Ich heiße Günther mit Zweitnamen, also insofern, ich liebe diesen Namen. Nein, und der Punkt ist der, wenn wir die Dinge lieben, die wir tun, dann ist alles in unserem Leben mit den Zielen von innen nach außen, also intrinsisch motiviert. Was tun wir von uns aus? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht um die Ziele da draußen, das sind externe Ergebnisse. Es geht um unsere interne Motivation. Und wenn Sie etwas tun, was Sie lieben, dann brauchen Sie keinen Einpatscher von draußen. Dann brauchen Sie niemanden, der das tut. Und dann werden sich daraus organisch Ziele ergeben. Ja? Ein Schreiner schreinert nicht wegen des Schranks. Der Schrank ist ein Ergebnis. Er liebt den Prozess des Schreinerns. Der Golfspieler spielt nicht, um Spiele zu gewinnen. Das ist möglicherweise eine Folgeerscheinung. Das Kind spielt nicht, um, naja, keine Ahnung, der Pflicht Genüge zu tun. Das Kind spielt, weil es gerne spielt. Ja? Ein Kind sagt nicht, du, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Das Kind sagt nicht, ich brauche auf dem Kindergeburtstag erst 3 Bier, um in Stimmung zu kommen. Ja? Die Kinder, die ticken chancenorientiert, unternehmerisch. Ein Kind würde sagen, mal gucken, ob ich mit einem Filzstift die ganze Wand grün anmalen kann. Die sind anders drauf, verstehen Sie? Und deswegen lernen die so schnell. Also was brauchen wir? Wir müssen mit diesem inneren Schweinehund klarkommen. Und meine Damen, meine Herren, wenn ich Ihnen heute einen Tipp geben könnte, bitte fangen Sie bei sich selber an. Inneres Selbstgespräch. Ja? Also früh morgens, fängt an, Dankbarkeit, Wecker, klingelt, 6 Uhr. Wecker sagt, leg los. Günther wird was sagen, los, leg dich wieder hin. Nee, machen Sie es anders. Machen Sie Folgendes. Erster Gedanke, wofür bin ich dankbar? Kopf dran. Arme dran, Beine dran, super. Tut nichts weh, super. Tut was weh, du lebst noch. Ja? Dann schauen Sie sich um, Schatz, du auch noch da, super. Oder Schatz, du nicht mehr da. Also je nachdem, Sie können am frühen Morgen schon ganz viel. Ja? Und dann ist es, das ist der Punkt, das ist das, worum es geht. Und deswegen, wenn man seine Arbeit liebt, dann geht man keinen Tag mehr zur Arbeit für den Rest seines Lebens. Am Ziel der Wünsche wird man Folgendes vermissen, man wird das Wandern zum Ziel vermissen. Und ich möchte Ihnen sagen, meine Damen, meine Herren, gucken Sie nicht auf die Zielchen, die da von außen sind. Gucken Sie, schauen Sie von innen nach außen. Und die 5 Schritte, die wir eingangs gesagt haben, also nochmal hier, Erfolg ist harte Arbeit. Wenn du auf dem richtigen Weg, wenn du notwendige Kurswechsel vollziehst, wenn du Zwischensprints einlegst, dann müssen wir durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ansonsten aber, je langfristiger wir handeln, desto unabhängiger werden wir von kurzfristigen Anstrengungen, von kurzfristigen Belohnungen oder Bestrafungen. Es gilt dann nur noch, tun wir gerne, was wir tun. Und vor allem, aus welchen Motiven handeln wir. Und je mehr wir intrinsisch motiviert sind, desto leichter gehen uns diese Dinge von der Hand. Da geht es nicht um Arbeit, es geht nicht um Durchhalten, es geht um eine bestimmte Art zu leben. Und ja, wir hatten eingangs gesagt, diese 5 Schritte, um die es hier geht. Such dir ein großes Ziel, plan einen Weg, verpflichte dich ein Ziel, handle fokussiert, arbeite hart und halte durch. Boah. Ich glaube, es ist mittlerweile klar geworden, dass die Welt so ein bisschen komplexer ist. Ich gebe mir mal für andere 5 Schritte. Was ist dir wirklich wichtig? Sammle Informationen darüber. Welche Handlungen folgen daraus? Was für ein Mensch musst du werden? Leg los und schau mal, wie weit du kommst. Und dann werden wir häufig Ziele erreichen, die wir hinbekommen. Zweitens. 5 Schritte im Job. Was ist der Sinn der Tätigkeit? Handle in Richtung dieses Sinns. Definiere Handlungsziele statt Ergebnisziele. Überprüf dich regelmäßig. Werde jeden Tag ein bisschen besser. Haben wir Chefs unter uns, Führungskräfte. Wer ist Chef, wer ist Führungskraft? Wer ist kein Chef, keine Führungskraft? Wer ist sich nicht so sicher? Ja, auch hier. Ich nenne das die 10 Gebäude. Hier, das sind diese. Was ist der Sinn der Firma? Sprechen Sie darüber. Kompetenzen delegieren, nicht nur einzelne Aufgaben. Schaffen Sie Strukturen, in denen Menschen gerne arbeiten und eigene Wege finden. Vor allem spielen Sie keine Zielespielchen. Und wenn Sie Lust haben, da nochmal in die Tiefe zu gehen, dann gucken Sie auf www.gedankentanken.com. Das ist mein Unternehmen. Wenn Sie da bei dem, was Sie heute gehört haben, noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten und wenn Sie noch ein bisschen mehr über den inneren Schweinehund erfahren möchten, dann vorletzter Gedanke.
Ganz einfach, wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, geht folgendermaßen. 0177, wenn Sie eine SMS schreiben an diese Nummer. 17 89 406. Bekommen Sie jetzt gleich eine Präsentation über den inneren Schweinehund von mir zugeschickt. Einfach eine E-Mail-Adresse an diese Adresse schicken hier. Und was Sie bekommen, die folgenden Tage, ein paar motivierende Videos mit lustigen Vorträgen. Wenn Ihnen das heute gefallen hat, dann wird da noch einiges weitere für Sie drin sein. Letzter Gedanke. Es ist manchmal so, dass wir uns den Zielen wirklich widmen müssen. Wenn wir ein Ziel das allererste Mal erreichen, dann ist das so, wie wenn wir unseren inneren Schweinehund durch einen Park voller Tiefschnee schicken. Das hier sei der Eingang in den Park. Wie kriegen Sie Ihren Günther da rein? Geben Sie dem einen Grund, sinnorientiertes Handeln, setzen Sie links in die Ecke meine Fressbude rein. Es wird der Günther sagen, los, gib was zu fressen, rein in diesen Tiefschnee. Starten Sie ein Projekt mal mit dieser Haltung. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Sie laufen los, Sie wurschteln sich da in diese Richtung. Jetzt ist wichtig, es geht Ihnen die ganze Zeit gut. Ihr Kopf schüttet Dopamin aus. Das ist eine Lerndroge, Leistungsdroge. Klingt so ähnlich wie Doping, hat nichts mit Radsport zu tun. Ja? Und dann laufen Sie und dann werden Sie an diesem Ding ankommen. Wir müssen bei neuen Dingen so lange handeln, bis wir an der Fressbude angekommen sind. Und dann laufen wir auf diesem gleichen Weg zurück und am nächsten Tag gehen wir am Park vorbei und dann sagt der Günther, gestern war da was zu fressen, schau mal, ob das noch da ist. Und dann laufen wir da wieder rein, wir laufen hin, wir laufen her, wir laufen hin, wir laufen her, wir laufen hin, wir laufen her, das kennen Sie. Das machen wir am Anfang begeistert. Und dann lernen wir, wie es geht. Und dann irgendwann mal hört die Begeisterung auf. Warum hört die auf? Jetzt sagt man, der Weg ist das Ziel. Nee, das ist es irgendwann mal nicht mehr. Die Dinge werden mit der Zeit langweilig. Kennen Sie das? Früher, hey, super, neuer Job heute, scheiße Montag. Früher, frisch verliebt heute, das ist meine Frau. Die Gewöhnungseffekte des Lebens. Und dann laufen die ganzen Dinge in unserem Leben automatisch ab. Wir machen uns keine Gedanken mehr. Wir haben die Dinge gelernt. So, und dann gehen wir am Arbeitsplatz und wir machen einfach nur die Dinge, die wir so tun. Passen Sie auf, wie kriegen Sie jetzt noch mehr Begeisterung rein? Seien Sie wachsam. In 99% der Fälle mag hier das Ziel richtig sein. Es gibt aber in unser aller Leben dieses 1% der Fälle, da verändert sich was. Da läuft ein Riese am Park vorbei, der setzt die Fressbude mal von links nach rechts. Und wissen Sie, was das Verrückte ist? Wir alle sehen das. Wir verstehen das, wir kapieren die Bedeutung. Und dann kommt der Günther und sagt, geh den alten Weg, die Bude kommt zurück. Aber die kommt dann nicht mehr zurück. Und was wir dann machen sollen, meine Damen, meine Herren, was wir dann machen sollen, ist, treffen wir dann eine Entscheidung, in die neue Richtung zu gehen. Leidenschaft, hier, rein in Tiefschnee, erster Schritt, dreiter Schritt, bitte, das wird spielerisch angehen. Machen, von uns aus, in die Richtung hier bewegen. Und dabei bitte, eine Sache sollten wir nicht machen, wir sollten nicht anfangen zu jammern. Wenn wir bei Neuigkeiten anfangen zu jammern, ist das so, wie wenn wir unseren Günther Arsch voraus durch den Tiefschnee schicken. Du blickst zurück, früher war alles besser, früher, ja, ja, da war noch alles aus Holz, ja, früher, ups, ich hab's geschafft, aber hart war's. Nein, wenn, dann machen wir bitte Probleme zu unserem Freund. Laufen wir wieder so lange, bis wir in der neuen Fressbude angekommen sind. Jetzt gibt's wieder ein paar Extraspritzer Dopamin, jetzt haben wir wieder Endorphine im Kopf, jetzt können wir diesen neuen Weg ganz genauso hinbekommen wie unseren alten. Und das ist unsere eigentliche Aufgabe, uns im Leben nicht zu fragen, was hast du gemacht, sondern uns zu fragen, wo gibt's was zu fressen. Denn nicht nur der Weg ist das Ziel, manchmal ist sogar das Ziel im Weg. Ich bedanke mich fürs Mitdenken, wünsche Ihnen eine gute Reise in die Zukunft.